Ja, wie man unschwer erkennen kann, meine Nägel haben durch die Gartenarbeit total gelitten. Die Nagelplatte, die Nagelhaut, die gesamte Nagelpfalz und der Nagelwall sind komplett trocken. Der Bereich, wo normalerweise der Nagel wächst, die Nagelmatrix, wurde von mir in den letzten vier Tagen nicht eingecremt, und die Folge ist, dass überall alle Ränder komplett trocken sind. Es bilden sich kleine Risse und die Dichtung, also normalerweise die Nagelhaut, die alles abschirmen soll vor Bakterien und Pilzen, ist komplett eingerissen, komplett trocken und muss ganz dringend repariert werden. Selbst auf der Nagelplatte, die normalerweise ja versorgt wird mit Feuchtigkeit und Pflegestoffen, haben sich kleine Risse entlang meiner Längsrille gebildet. Und auch am Nagelrand kann man gut erkennen, dass dieser komplett gespalten ist, dass es dort Risse gibt. Und würde ich jetzt anfangen, diesen Nagel abzufeilen oder abzuschneiden, dann entsteht das Problem, dass dieser Nagel sich splittern würde und spalten würde und nach und nach wegbrechen würde. Hier kann man gut sehen, was passiert, wenn man Nagelfolien abzieht. Das habe ich vor ungefähr vier Monaten mal gemacht und das wächst jetzt so langsam raus, aber diese hellen Flecken sind Schäden der Nagelplatte. Ähm, die oberen Schichten, Hornschichten haben sich voneinander gelöst, reflektieren deshalb das Licht anders und ähm, ja, man muss halt jetzt wirklich gucken, dass man das runtergefeilt bekommt und dass es so nach und nach rauswachsen kann. Zur Nagelpflege benutze ich ein Mandelöl, ein Nagelhauterweicherstift, ein Nagelpflegeölstift, eine Nagelhautcreme, eine vierseitige Polierfeile. und eine ganz feine Glasfeile natürlich nicht zu vergessen das Silikonhufstäbchen und die Pflegelacke Schon Kleopatra wusste, wie gut Milch der Haut tut. Das Kalzium in der Milch stärkt und schützt die Nägel. Angereichert mit Öl ist es besonders cremig und pflegend. Nach gut 5 bis zehn Minuten könnt ihr die Finger aus dem Bad nehmen und reibt diese gut mit einem Frottihandtuch ab und könnt sofort erste Erfolge sehen. selbst die Nagelränder und die tieferen Schäden auf der Nageloberfläche sind kaum zu sehen. Die Nagelhaut ist nun optimal für die weitere Pflege vorbereitet. Die aufgeweichte Nagelhaut könnt ihr nun mit einem Nagelhauterweicherstift problemlos entfernen. Er ist geformt vorne wie ein Edding und wird direkt in der Nagelpfalz angesetzt. Wie ein Radiergummi reibt er kleinste Reste raus. Auch an der oberen Nagelhaut kommt er zum Einsatz. So entfernt ihr schonend alle Reste. Für hartnäckige Fälle empfiehlt sich solch ein Manikürestäbchen oder auch eine kleine Nagelhautschere bzw. ein Nagelknipser, sofern es denn ein feiner ist. Das Manikürestäbchen wird immer von oben nach unten gezogen, so verhindert ihr Verletzungen. Solltet ihr kein Manikürestäbchen besitzen, dann tut es auch ein Rosenholzstäbchen. Zu guter Letzt nutzt ihr das Silikon-Hufstäbchen und schiebt mit der weichen Spitze die aufgeweichte Nagelhaut ganz sanft nach hinten. Ganz wenig Druck dabei anwenden, um das Nagelbett nicht zu verletzen. Abschließend werden die Nägel noch einmal gepflegt. Hierzu verwende ich das Nagelpflegeöl ebenfalls in Stiftform, weil ich das sehr praktisch finde, und gehe damit noch einmal über den kompletten Nagel genauso wie über die Nagelfalz und das Nagelhäutchen. Für die regelmäßige Pflege solltet ihr euch solch eine Nagelcreme zulegen. Die wichtigen Inhaltsstoffe dabei sollten Öl, Urea und Pantenol sein. Die Nagelhautcreme wird als kleine Portion direkt über der Nagelhaut im Bereich der Matrix aufgesetzt. Mit kleinen kreisenden Bewegungen verteilt ihr die Creme sowohl oben auf der Matrix als auch ringsum auf dem Nagelwall. Ganz wichtig ist, dass ihr diesen Bereich auch unter der Woche, wenn ihr Folien tragt, immer wieder pflegt. Denn dort sitzt die Basis für euren Nagel. Wer die Nägel kürzen möchte, der sollte das jetzt tun. Mit einer Nagelschere oder einer entsprechenden Nagelknipszange. Wichtig ist, hier Platz lassen. Denn wenn ihr direkt am Rand ansetzt, dann schafft ihr sozusagen eine Sollbruchstelle für euren Nagel. Auch bei sehr langen Nägeln gilt immer erst einmal die Spitze, kappen möglichst gerade rüberkappen und danach erst die Ränder bearbeiten. Auch dort gilt es wieder, nicht zu weit Richtung Nagelwall zu schneiden, sondern immer ein bisschen Platz zu lassen. Im Anschluss werden die Nägel geglättet, zunächst mit der Glasfeile und anschließend mit der Polierfeile. Bei meiner Gartenarbeit hat mein Daumennagel am stärksten gelitten. Ich habe dort sowieso immer schon eine Längsrille gehabt, diese ist sowieso entsprechend empfindlich und hier haben sich tiefe Risse gebildet. Wenn man genau hinguckt, sieht man sogar, dass da wie eine Art kleiner Krater sich gebildet hat. Diesen kleinen Krater poliere ich nun aus. Dabei wird die Feile immer quer zum Nagel geführt arbeitet euch einfach der Reihe nach durch. Beim Feilen solltet ihr darauf achten, dass ihr nie zu doll aufdrückt. Selbst wenn noch minimale Stellen sichtbar sind, ist das kein Drama, das wird mit der Zeit rauswachsen. Würdet ihr zu doll aufdrücken, dann lauft ihr Gefahr, dass ihr euch Dellen in den Nagel feilt und das möchte natürlich niemand. Nachdem alles glatt poliert ist, geht ihr einfach noch einmal mit dem Nagelpflegeölstift drüber. Ihr versiegelt so diese Fläche und gebt ihr nochmal zusätzliche Nährstoffe. So verfahrt ihr auch mit dem Rest der Nägel. Ganz wichtig, habt Geduld. Schäden wie durch Abziehen der Nagelfolien wachsen erst mit der Zeit raus. Wenn das Öl gut eingezogen ist und ihr euch die Hände gewaschen habt, dann ist es Zeit für die Calciummilch. Mit dieser schließen wir sozusagen alle Nährstoffe im Nagel ein und sorgen durch den Calciumanteil dafür, dass der Nagel auch unter der Folie weiter mit Nährstoffen versorgt wird. Tragt die Calciummilch dazu ganz dünn auf den Nagel auf. Passt jedoch auf, dass ihr mit der Calciummilch nicht an die Nagelhaut kommt und möglichst auch nichts in die Nagelpfalz reinläuft.